Ich bin ja noch relativ jung, auch jung in der Branche. Ich habe damals 2012 ein Abitur gemacht und da hatten wir einen Theatersaal und ich war auch in so einer Theatergruppe und niemand wollte dieses 5-Kanal-Lichtpult bedienen. Und da habe ich gesagt, dann mache ich das halt. Da hat sich das so entwickelt, da hat man sich halt Sachen selber beigebracht. Das ist ja eigentlich typisch für diese Branche, dass es nicht jemanden gibt oder oft nicht jemanden gibt, der dir zeigt, wie es funktioniert, sondern du dir selber Sachen beibringen musst, um halt weiter nach vorn zu kommen. Und so hat sich das entwickelt und dann spielt natürlich der Zufall auch damit rein, ganz klar. Und dann irgendwann steht man halt hier und spielt mit Jennifer Rostock. Einer der wichtigsten Punkte ist, Vollteil zu drücken. Deswegen spiele ich auch jeden Tag mit in ihr, höre auch den Klick. Und daneben geht es auch darum, die Dynamik der Show, die die Band quasi mir vorgibt oder die ich zu interpretieren habe, voll ausnutze. Heißt, in Balladen sehr dunkel zu werden, sehr sphärisch. Da arbeite ich auch sehr gerne mit Licht von hinten, was sich ja anbietet bei Silhouettensachen. Und dann halt auch Vollgas zu geben bei Songs, wo es halt scheppert. Wir haben sehr viele Lampen von Rowe dabei, weil die TSE AG uns hier ausstattet und das quasi bei denen es im Lager schon gibt. Da haben wir einmal den Spider von Rowe, der relativ jetzt neu auf dem Markt ist, den wir quasi hier neu ausprobieren können. Dann haben wir den BMFL-Spot, BMFL Washbeams und Rowe Pointies. Mit den BMFL-Spots und Washbeams versuche ich eigentlich nur in diesen gerade schon angesprochenen Momenten, diesen ruhigen Momenten mit Balladen, halt Go-Projektionen zu machen, viel Go-Projektionen auch als Silhouette von hinten. Und mit den Washern und mit den Beams quasi die Grundshow zu bestimmen. Was besonders an dieser Tour ist, ist, dass ich zusammen mit dem Stefan Kolbe, der hier als TL mitfährt, haben wir zusammen einen LED-Stick entwickelt zusammen, von dem wir 8 Stück immer an diese Gabione hinten rangeschraubt haben. Das kennen wir aus dem Gartenbau, das sind diese Boxen, wo diese Steine drin angeordnet werden. Daher sind die quasi. Das nehmen wir als auch stilistisches Mittel, einfach diese Gitterstruktur. Die taucht auch nochmal an den Seiten auf, in den Gitterboxen, wo das Sidefill drin ist. Das ist quasi alles dieser Industrial Look, den wir hier präsentieren. Ich arbeite gerne mit den Konsolen. Natürlich gibt es jetzt nicht es gibt jetzt nicht die Konsole, das ist klar. Aber es gibt natürlich Präferenzen, die man selber hat und auf die man sich gern wieder beruft, weil es funktioniert. Und so steht halt hier eine Grandma 2. Wir haben vorn als Medienserver noch eine VPU und das war es eigentlich schon als Besteck. Es ist jetzt nichts krass systemlichttechnisches hier. Wir haben uns diese Gitterstruktur der Gabione als Augenmerk oder als Hauptdesignelement genommen und haben überlegt, wie wir die in Szene setzen, aber gleichzeitig auch direkt uns eine Liste gemacht mit den Venues, wie breit sind die Bühnen, wie hoch sind die Bühnen, was haben wir für eine Clearance zum Licht, zum Local-Licht. Und so ist das halt quasi zusammen entstanden. Und was jetzt entstanden ist oder auch eine der Hauptherausforderungen der Tour, ist, dass wir absolut modular bauen müssen und auch können. Wir können quasi auf 15 Meter, 16 Meter breit bauen, wir können auf 11 Meter breit bauen, wenn es sein muss. Und wir können fliegen, wir können stellen, aber es sieht nicht immer so aus, als hätte man quasi was auf 9 Meter designt und stellt irgendwas noch rechts und links hin, damit es quasi voll aussieht, sondern wir können es immer so skalieren, dass es wirklich immer so aussieht, als wäre das quasi das Design für diese Venue, wie auch heute wieder das ganz gut umzusetzen war. Heute mussten wir quasi sogar noch einen kleinen Knick einbauen, damit wir auf unsere Breite kommen. Ja, aber wir können maximal modular bauen. So sind wir hier auf der Bühne bei unserem Medienserver, der VPU. Wenn man hier sehen kann, haben wir hier unsere LED-Sticks angelegt. Was man auch gleich sieht, ist, dass wir normalerweise, dass unsere Backwall mit den Gabionen noch viel größer ist, als wir heute bauen konnten, einfach aus der Begrenzung der Bühne. Und hier haben wir das einmal gemappt und darüber spielen wir Videos ab. Aber nicht nur Videos, wie man es kennt, oder von einer großen LED-Wall, sondern ich spiele auch mit den Boxen an sich, damit man immer wieder diese Struktur immer wieder auftaucht. Und was auch super ist, was man auch von hinten sieht, vielleicht kannst du einmal ganz kurz filmen, dass
da die LED-Sticks hinten montiert sind, sieht man immer diese Gitterstruktur von vorn. Das heißt, egal was ich darauf abspiele, ob ich flashe, ob ich ein Video abspiele, ob ich damit noch ein bisschen Mut mache, immer taucht diese Struktur auf. Und das ist, das war auch die Idee und funktioniert auch gut. Auch wenn man von der Seite reinguckt in die Box, leuchtet immer diese Struktur mit. Das war die Idee und hat auch gut funktioniert jetzt in der Umsetzung. Und das sind unsere selbstgebauten LED-Sticks, wie man hier sehen kann. Hier gibt es eine Fassung, hier gibt es Enden für den Knick von dem Kabel. Das sind alles selbstentwickelte Kabel auch. Genau, jeweils 4 Stück, oben und unten. Und wenn wir jetzt einmal rumgehen, von vorn schauen, dann sieht man wahrscheinlich auch in der Kamera jetzt vielleicht nicht so gut, dass es quasi nicht mehr, es sind nicht einzelne Pixel, die man sieht, wenn man eine Fläche drauf gibt, sondern es ist wirklich eine Fläche auch optisch, obwohl es halt einzelne LED-Punkte eigentlich sind. Ähnlich wie die Gabionen auch angeordnet sind, habe ich quasi immer zwischen die Reihen der Boxen Leitern designt, wenn man das so sagen kann, die auch wieder mosaikartig oder schachbrettmusterartig angeordnet. Einmal aus Pointy und einmal aus Spider. Und genau, normalerweise haben wir hier in dieser Mittelleiter, das ist quasi unsere längste Leiter, auch nochmal 2 Gabione hängen. Aber wie gesagt, aus der Bühnenbreite quasi heute resultierend konnten wir das nicht aufbauen. Dann haben wir hinten noch 2 BMFL-Spots. Weiß nicht, ob ihr die sehen kann, sind auch nicht an, die stehen hier hinten. Die nutze ich auch oft, wenn Jennifer hier oben auf dem kleinen Laufsteg quasi oben rumturnt. Und auch im Intro, weil hier hängt normalerweise auch noch ein Kabuki, der ist quasi hier schon zusammengerollt. Und im Intro gibt es quasi so ein kleines Schattenspiel, weil hier hängt dann auch ein Kabuki. Und wir kommen mit 2 Lampen von hinten und spielen halt quasi mit der Silhouette von ihr. Dann auch nur für einen ganz bestimmten Song haben wir hier ein paar 64 für jeden Musiker dabei, quasi einmal für Joe, einmal für Baku, 2 für Jennifer und dann jeweils für die beiden Gitarristen vorne nochmal 2, um quasi dieses warme, absolut warme Schattenspiel zu generieren, was auch sehr gut funktioniert und sehr gut ankommt. Und ich mag das total einfach. So. Wir haben hier in unsere Gitterboxen, wo auch das Sidefill drin steht. Das ist quasi hier dahinter, das sieht man optisch auch erstmal gar nicht, dass es das gibt. Obendrauf hat so eine kleine Konstruktion aus Pipes und da ist quasi mein Frontlicht drauf, weil ich einfach mal ausprobieren wollte, ob das auch funktioniert, weil erstens hat man diesen Aufwand nicht immer irgendwas fliegen zu müssen und oft ist auch so, dass man es gar nicht fliegen kann und dann muss man ja quasi irgendwas von der Seite machen und das einfach mal ausprobiert und es funktioniert auch sehr gut und ich habe halt diesen, ich nenne das immer Verschmutzen, der Raum für Effekte bleibt halt viel mehr. Ich habe halt keine Frontbeams, die meine Musiker hell machen. Und deswegen quasi so nah wie möglich an das ran, was ich beleuchten möchte. In dem Falle jetzt zum Beispiel den Keyboarder. Kommt, die letzte Lampe sind vielleicht 4 Meter bis zum Musiker und damit brauche ich auch gar nicht so hell machen und verschmutze den Raum auch nicht so, als wenn ich jetzt zum Beispiel von da oben kommen würde. Genau, das funktioniert auch ganz gut.